Es ist Zeit für die nächste Klasse. Die 3,4 Tonnen Superstandard. Superstandard-Traktoren sehen aus wie normale Traktoren, haben originale Getriebe und so weiter, aber mit dem nötigen Ladedruck von 3 oder 4 Turbos. Erster ist der französische Landwirt aus der Normandie, Robert Sonnen mit Diester. Die Fahrer müssen vieles beachten. Der Reifendruck muss zur Bahn passen, die Gewichtsabstimmung muss stimmen. Der 55 Jahre alte französische Meister ist ziemlich dicht am Full Pull. 99,7 Meter bringen ihn nicht in das Stechen. Jetzt kommt der Favorit von heute, der amtierende Europameister aus Holland, Bits and Pieces mit Leonard Griffian im Sitz. Am Start geht er vorne hoch und kommt in Schwierigkeiten, verliert die Kontrolle, schaukelt und wackelt wie wild. Seine Vorderräder knicken weg und er denkt, ob ihm das wirklich passiert ist. Wie die Amerikaner sagen, vom Hero to Zero in just about 9 seconds, vom Helden zum Sündenbock in nicht mehr als 9 Sekunden. Vorne geht er hoch, das lag vielleicht an einer falschen Gewichtsverteilung. Was ist passiert? Leonard Griffian bestätigt, es hat sich hier wohl um eine falsche Gewichtsverteilung gehandelt. Und am Ende konnte er froh sein, dass er seinen Sicherheitsgurt noch einmal befestigt hatte, kurz vor dem Start. Der nächste Traktor im Stadion ist Running Deer aus Großbritannien mit Jeff Ashcroft im heißen Sitz. Er kommt gut weg, aber vorne lösen sich die Gewichte, fallen auf den Boden. Der 28-jährige Jeff ist Journalist, jetzt hat er genug zu schreiben. Das Ganze noch einmal in der Zeitlupenwiederholung. Das Auf und Ab. Auf Pralle haben die Gewichte gelöst vorne. Und Running Deer wird zu einem Jumping Deer für ein paar Sekunden auf dem Kurs in Holland. Extra Gewichte konnten das Schicksal von Jeff Ashcrofts Fahrzeug letztlich nicht verhindern. Und dieser Fan ist immer noch dabei, sich ein bisschen auszuruhen von den ersten spannenden Szenen hier in diesem Wettbewerb. Regen wurde vorausgesagt und bei einem Blick in den Himmel kann es nicht mehr lange dauern, bis er in der Tat hinuntergeht. So müssen wir uns beeilen, um zum nächsten Puller zu kommen. Thomas Patterson aus Schweden mit Addiction kann Thomas alles zusammenhalten. Er hat viel Gewicht auf der Vorderachse. Er hat wenig Hoffnung vor dem Wettbewerb gehabt, sich hier im Vorderfeld zu platzieren. Zieht über die Bahn. Das könnte der erste Full Pull werden. Ein zufriedenstellender Zug des 37-jährigen Schwedens aus Laholm im Südwesten seines Landes. Ein Full Pull bringt ihn ins Stechen. Jetzt in der Tat fängt es an zu regnen. Die schwere Plastikplane wird auf die Bahn gezogen. Im ganzen Stadion gehen die Regenschirme auf. Wenn man das so sieht, dann muss jeder die Wettervorhersagen gehört haben. Denn alle sind ganz offensichtlich gut vorbereitet. Viele schwere Regenschauer wurden vorausgesagt und wenn das wahr wird, dann werden diese Helfer vom Plane ziehen am Ende dieses Tages sehr, sehr müde sein. Da sitzt Annemieke, die alle Ereignisse und Ergebnisse für ihren Vater Klaas, den Sprecher, notiert und immer einen geschützten Platz im Zelt vorfindet. Und wenn jemand seinen Regenschirm vergessen hat, dann muss er eben improvisieren. Manche nehmen die Tragepappen der Getränkedosen, dazu etwas flüssige Erfrischung, um den Geist wach zu halten. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um zu den Traktoren zu kommen, die den Einzug ins Stechen geschafft haben. Blue Power mit der schnellsten Qualifikationszeit. Okay, es hat aufgehört zu regnen, die Abdeckung ist weg. Und das sind die Hurricane-Fans, die auf eine Verteidigung des dritten Platzes vom letzten Jahr hoffen. Eric Meyer pullt seit 14 Jahren und hat natürlich sehr viel Erfahrung. Er macht seine Arbeit gut. Hurricane hetzt zur 80-Meter-Marke. Und das ist der Hurricane-Ballon-Tanz
Eric winkt der Menge zu, 80 Meter, 40 Zentimeter. Das ist ein sehr hartes Ziel für die Traktoren, die ihm folgen wollen. Und nun kommt der erste Blue Power aus Dänemark. Er hatte einen Schaden vor 6 Wochen, doch heute ist er der schnellste Qualifikant. Der 47-jährige Nils Dangard weiß Bescheid. Er hat eine optimale Gewichtsverteilung. Er kommt dicht an der Hurricane-Marke zum Stehen. Ja, eine tolle Sache, wenn er heute gewinnen sollte. 81,62 Meter geben ihm die Führung. Vergessen Sie nicht, dass Dänemark noch nie einen Europameistertitel geholt hat. Was für eine Überraschung, was für Perspektiven, die sich hier für die dänischen Aktiven und Fans auftun. Kein Zweifel möglich, wer jetzt kommt, der Vizemeister vom letzten Jahr, Rowdy aus Deutschland, Hans Schweiger, geht gut ab. Ohne Bits and Pieces hat er sicherlich großartige Chancen. Er beginnt zu zuckeln und das könnte ganz, ganz knapp werden. Aus diesem Winkel ist es schwer zu beurteilen. Schaut sich um und auch die Fans scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, nicht einmal die Fähnlein wehen sehr, sehr selbstbewusst im Wind. Der 29 Jahre alte Landmaschinenverkäufer aus München ist gespannt. 78,17 Meter sein Ergebnis, damit nur der 3. Platz hinter Blue Power und Hurricane für Rowdy. Nächster vor dem Bremswagen ist ein anderer holländischer Kämpfer, gefahren von dem 40 Jahre alten Wim Jansen aus Druten in der Nähe von Nijmegen. Der Servicemechaniker von John Deere, da sollte er eigentlich wissen, wie seine Maschine aufgebaut werden muss. Er driftet fast von der Bahn, was er mit der Fußbremse korrigieren muss und kann. Aber dabei verliert er an Geschwindigkeit. Er ist sehr, sehr dicht an Hurricane herangekommen. Hurricane zur Erinnerung hatte 80,40 Meter, Rowdy 78,17 Meter. Er schaut zur Anzeigetafel. 21 Zentimeter hinter Hurricane auf dem 3. Platz vor Rowdy. Sein Ergebnis 80,19 Meter. Es regnet noch vor ein paar Minuten und jetzt scheint die Sonne auf den Europameister von 92, Mekka Perda von Happylift aus Finnland. Sein Valmet springt auf der Bahn herum und das kostet ihn wertvolle Meter. Er bekommt jede Menge Schwierigkeiten und bleibt bei der 75-Meter-Marke stehen. Die Dänen sind ein weiteres Mal erleichtert. 75,16 Meter für Happylift. Nun der Eurocup-Meister von 93, JBJ Express, der normalerweise von Steven Clark gefahren wird, aber der Steven Clark hat heute ein Golf-Finale, so hat der Vater die Ehre und Vater macht seine Sache gut, indes nicht gut genug. Peter Clark, der Vorsitzende der britischen Tractor Pulling Vereinigung, ist nicht glücklich. Die Dänen können weiterhin die Fähnlein schwenken. Nur noch einer kommt und Blue Power führt, 77,2 Zentimeter für JBJ Express. Der letzte Puller kommt aus Finnland, kann Caesar den Blue Power schlagen. Im ersten Zug hatte er einen seiner 4 Turbos zerlegt und dann schnell ausgewechselt, um am Stechen teilnehmen zu können. Er zieht mit seinen Valmets mit Vollstoff über die Bahn, aber kommt nicht über die 80-Meter-Marke hinaus. Nils Damgaard, der absolute Außenseiter, hat alle geschlagen und bekommt den ersten Europameistertitel für Dänemark. Die dänischen Fans fahren darauf voll ab. Caesar, der Vollständigkeit halber, registriert ein Ergebnis von 76,30 Meter. Der erste Platz in der 3,4 Tonnen Superstandardklasse geht an Blue Power und Nils Damgaard, dänischer Puller des Jahres 93, Europameister ein Jahr später. Hier sind die Top 6. Nur 1,5 Meter trennen die ersten 3 Plätze. Machen wir eine kurze Pause und dann melden wir uns zurück mit dem General, dem schnellsten Traktor der Welt. Zur Europameisterschaft im Traktor-Pulling und da ist Gardner Stones The General Stage 4 mit 4
T55 Lycoming Jet Turbinenmotoren. Jetzt der Burnout, er zieht die 100 Meter in einem sehr kurzen Zeitraum. Sehen und wundern Sie sich jetzt. Der Bremswagen, Fahrer, man sieht es förmlich, ist geschockt. Er hat noch nie einen Pull wie diesen zuvor mitgemacht. Er sieht zum Start zurück und schüttelt fassungslos den Kopf. Gardner Stone genießt den Applaus des Publikums. Wir werden noch einen weiteren Zug später im Programm sehen. Aber jetzt von den Größten zu den Kleinsten.